Hallo bei Selbstorientiert. Machst du demnächst dein Abitur? Willst dich jetzt optimal auf dieses Abitur vorbereiten? Dann haben wir für dich die optimalen Lernhilfen für dein Abitur jetzt in der Videobeschreibung verlinkt von uns für euch. Willkommen jetzt zu diesem weiteren Video von Selbstorientiert und heute möchten wir euch mal die Konkurrenztheorie der Demokratie darstellen. Das heißt, es ist eine der Demokratietheorien, die wir euch erklären wollen und dabei würden wir uns riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt. Das könnt ihr jetzt machen, indem ihr ein Abo oder ein Like da lasst und ansonsten würde ich sagen, starten wir direkt in das Video. Und dieses Video wird wie immer zweigeteilt sein. Das heißt, wir gucken uns erst die Definition der Theorie an, dann gucken wir uns den Theoretiker an und abschließend wollen wir auch noch ein bisschen mehr auf die pluralistische Theorie der Demokratie eingehen. Starten wir aber mit der Definition der Theorie. Und so ist es, dass diese Demokratietheorie natürlich existiert, um ein Demokratieverständnis in der Gesellschaft zu etablieren. Dabei geht es darum, dass ein reduzierter Wille an der Willensbildung teilzunehmen vorhanden ist. Und dieser ist bei einem Großteil der Gesellschaft. Das heißt, ein kleinerer Teil der Gesellschaft ist natürlich weiterhin daran interessiert, die Willensbildung zu fördern und natürlich auch daran interessiert, in der Gesellschaft sich für die Politik zu engagieren. Außerdem geht man davon aus, dass es zu unfähig, komplexe Politikentscheidungen zu treffen ist. Das heißt, dass viele Menschen, die auch gar nicht an dieser Willensbildung teilnehmen wollen, auch gar nicht die Möglichkeit haben, an diesen komplexen Politikentscheidungen teilnehmen zu können, da diese für sie schlussendlich einfach zu komplex sind. Dabei ist der Gemeinwille nicht existent. Das heißt, das, was man in der Identitätstheorie vorhanden hat, ist so, dass diese Gemeinwille nicht existent ist. Dabei ist es so, dass die Willensäußerung nicht dadurch stattfindet, dass man sich permanent in einem großen Plenum äußert, dass alle in der Gesellschaft sich äußern, sondern dass diese latent stattfindet. Beispiele können dabei Deutschland oder Frankreich sein. Und ganz einfach hier kann man sehen, wieso das eine latente Willensäußerung ist, also eine, die ja im Unbewusstsein passiert, beziehungsweise schwer zu merken ist. Denn in Deutschland ist es ja beispielsweise so, dass es nur alle 4 Jahre die Wahlen gibt und diese Wahlen ermöglichen es erst dann, sozusagen eine Willensäußerung zu machen. Durch die Stimme bei der Wahl ermöglicht man oder zeigt man, dass man mit der groben Politikrichtung einer Partei zufrieden ist und dass diese dann praktisch die Möglichkeit bietet, seine eigene Stimme zu vertreten. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass die Willensbildung von bestimmten Personen stattfindet, die praktisch vorher bestimmt werden durch die einzelnen Bürger, die in dem System vorhanden sind. Das heißt, es ist praktisch so, dass Vertreter der Bürger bestimmt werden. Und außerdem ist es so, dass das Konkurrenzsystem die Opposition eine kontrollierende Rolle überträgt. Das heißt, das System wird abgesichert dadurch, dass die Opposition stets die Rechte absichert und dass hier praktisch der Gedanke ist, dadurch, dass die Konkurrenz das Ganze überwacht, können keine illegalen Gesetze beschlossen werden, beziehungsweise kann kein illegaler Handel stattfinden. Des Weiteren ist es so, dass der Wahlakt nur stattfindet, beziehungsweise nur einmalig stattfindet und nur dort ist der Bürger beteiligt, an allen anderen Teilen nicht. Außerdem ist es so, dass die Parteien konkurrieren müssen. Das heißt, sie müssen natürlich großzählig um die Stimmen der Wähler konkurrieren. Das ist ganz wichtig bei der Wahl dann, denn es ist ja so, dass nur in diesem Teil alle Bürger bestimmen können, wer sie vertritt. Das heißt, sie können ja praktisch Vertreter ihrer selbst bestimmen. Und da ist es dann so, dass die Parteien konkurrieren müssen, aber natürlich dann später auch, sie müssen ja auch zeigen, dass sie für das eintreten, wofür sie gewählt wurden. Und dementsprechend müssen sie dann auch später im Parlament konkurrieren. Und dementsprechend ist es auch so, dass ein Parlamentarismus existiert. Es gibt freie Mandate und die Parteien dienen als Repräsentanten der Bürger, die sie gewählt haben. Das heißt, es sind letztendlich alles Volksvertreter. Und was man auch noch ganz wichtig sagen muss über die Konkurrenztheorie ist, dass diese eine empirische Theorie ist. Nämlich, man muss ja hervorheben, dass diese Konkurrenztheorie tatsächlich umgesetzt wird, unter anderem ja beispielsweise in Deutschland, wo man dieses System ja ganz eindeutig vorfinden kann. Es ist eindeutig umsetzbar und man kann es natürlich auch überprüfen, dass es umsetzbar ist, dadurch, dass es ja täglich umgesetzt wird und dadurch ist es natürlich eine Theorie, die tatsächlich so in dieser Form umgesetzt wurde und es Politikwissenschaftlern ermöglicht, das zu überprüfen. Diese Wahlakte sind dabei das, wo alle Bürger beteiligt sind
und Parteien konkurrieren dann im täglichen Parlamentarismus, indem sie freie Mandate ausüben, das heißt, indem sie sich selbst dazu entschieden haben, Politiker zu werden und sich aktiv an der Willensbildung teilzunehmen. Der Theoretiker, der hinter dieser Theorie steht, ist deutlich später geboren als der der Identitätstheorie, Jean-Jacques Rousseau, der im 18. Jahrhundert aktiv war. Joseph Schumpeter war insbesondere im 20. Jahrhundert als ein österreichischer Ökonom und Politiker engagiert und dementsprechend ist es auch so, dass diese Theorie maßgeblich auf ihn zurückzuführen ist, dadurch, dass er sich aktiv in der Politik eingebracht hat. Dabei hat er versucht, die Entwicklung der gesellschaftspolitischen Probleme anhand der Konkurrenztheorie zu erklären. Das heißt, für ihn war es insbesondere ein Phänomen der Zeit, wie die Politik sich entwickelt hat und welche Auswirkungen die Politik dann tatsächlich auch auf die Gesellschaft hat. Und dementsprechend wollte er versuchen, mithilfe dieser Theorie zu erklären, wie Politiker, wie Politik funktionieren kann, damit gesellschaftspolitische Probleme gelöst werden. Außerdem hat er ein großes Problem darin gesehen, dass der Elitenpluralismus eine Gefahr wird. Das heißt, dass sich nur Menschen dafür interessieren, die einer Elite angehören, die gebildet sind und dadurch auch nur diese wählen gehen und dadurch dann praktisch keine richtige Volksvertretung stattfindet, sondern eben nur eine Vertretung bestimmter Gruppen, die dann praktisch dann maßgeblich über die gesamte Gesellschaft entscheiden. Das war eine der Gefahren, die er gesehen hat. Weitere Gefahren waren außerdem, dass ein Desinteresse an der Politik herrscht, das heißt, dass diese Wahlen gar nicht repräsentativ sind und dass die Volksherrschaft dem Untergang nahe ist, das heißt, Parteien sind nicht an ihrem Wahlversprechen gebunden und dadurch würde dann letztendlich diese Theorie nicht mehr funktionieren, dadurch, dass sie nicht mehr sich so engagieren müssen, wie sie es in der Wahl versprochen haben, da ja kein zweiter Wahlakt dann mehr stattfinden würde. Das sind Gefahren, die der Theoretiker selbst benannt hat. Und jetzt kommen wir nochmal zu der Theorie der pluralistischen Demokratie. Das ist nochmal kleine Ergänzung, die hier stattgefunden hat. Und diese wird auf den Theoretiker Ernst Fraenkel zurückgeführt und ist eine Ergänzung, die dann später im Laufe des 20. Jahrhunderts zu der von Schumpeter beigefügt wurde. Dabei ist es so, dass ein Kampf um die Macht ständig stattfindet und dieser findet in drei Aspekten statt. Dabei ist es insbesondere wichtig, wie die Medien beeinflussen. Er hat da den Medien einen großen Wert beigemessen. Das heißt, für ihn ist es so, dass die Medien tatsächlich maßgeblich dazu beitragen, wie die Willensbildung des Bürgers stattfindet. Außerdem findet ein ständiger Kampf im Parlament statt, der wiederum dann von den Medien öffentlich präsentiert wird. Und außerdem ist es so für ihn, dass Kultur und Sozialleben ständig in der Öffentlichkeit präsentiert werden und dass dies maßgeblich darauf zu übertragen ist, die Entscheidungen der Politik maßgeblich dazu übertragen sind, wie dann tatsächlich auch die Wahl ausfällt. Außerdem sind die Aufgaben der Politik laut ihm ganz klar definiert. Und zwar ist es so, dass Interessen unterschiedlicher dargestellt werden sollen. Das ist auch der Gedanke, den man ja im Pluralismus bzw. in der Konkurrenztheorie vorher schon vorfinden konnte, nämlich dass die Interessen verschiedener Völkergruppen ganz klar dargestellt werden sollen. Und ganz wichtig für ihn außerdem die Auseinandersetzung mit der Opposition. Das heißt, dass er nochmal besonders verstärkt hat, dass einzelne Menschen beziehungsweise dass die Konkurrenz in diesem Modell ganz wichtig ist, dass Politikinteressen aufeinandertreten, sodass dann letztendlich eine Auseinandersetzung mit der Konkurrenz stattfindet, dass eine Auseinandersetzung mit der Politik, wie Politik gemacht wird, stattfindet, dass permanente Politik betrieben wird. Und dementsprechend haben wir auch hier die Theorie des pluralistischen Denkens der pluralistischen Demokratie begründet. Und vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gerne würden wir uns freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Ganz gerne könnt ihr unseren Kanal auch kostenlos abonnieren. Und ansonsten lasst gerne einen Kommentar da, falls ihr weitere Verbesserungsvorschläge habt oder auch weitere Ideen für weitere Videos. Und ansonsten soll es gewesen sein. Haut rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal ganz bestimmt wieder. Lasst ein Abo da und der Demokratie angucken und dazu haben wir das Ganze erstmal grundsätzlich definiert, was ist das überhaupt alles und dann gucken wir uns natürlich auch nochmal die Basis der Theorie an, gucken wir uns da an, wer hat sich das überhaupt ausgedacht und worauf basiert das Ganze und jetzt würde ich sagen, wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video, wie immer, könnt ihr gerne ein Abo oder ein Like da lassen und jetzt würde ich sagen, starten wir aber auch direkt in das Video hinein und wir kommen erstmal zur Definitions
der Theorie. Und da ist es natürlich ganz wichtig, sich erstmal zu fragen, worauf basiert denn diese Identitätstheorie überhaupt? Und grundsätzlich ist die Idee, dass eine Abwehr einer Fremdbestimmung stattfindet. Dadurch soll eine Selbstbestimmung entstehen. Das heißt, der Mensch soll selbstbestimmt agieren können. Ganz wichtig ist es hier, dass die Fremdbestimmung abgewehrt werden soll. Das heißt, dass man nicht mehr fremdbestimmt sein soll und dementsprechend natürlich auch die Möglichkeit hat, nicht mehr von anderen Menschen oder andere Menschen, dass andere Menschen über einen bestimmen. Dadurch kommt die logische Konsequenz, dass das Volk praktisch sich selbst beherrscht. Und das findet durch Volksabstimmungen statt. Das heißt, die demokratische Legitimierung findet durch verschiedene Abstimmungen im Volk statt, in der erstmal jeder Bürger beteiligt sein darf. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, dass das Volk praktisch seine eigene Beherrschung übernimmt, beziehungsweise dass das Volk sich selbst beherrscht und keine externe Macht existiert. Außerdem ist es so, dass der Identitätsbegriff hier anders definiert wird. Und zwar ist es so, dass die Identität, das heißt die Unterscheidbarkeit des Einzelnen, das, was das Individuum ausmacht, von Herrscher und Beherrschten gleich ist. Das heißt, hier kommt es dann tatsächlich dazu, dass Herrscher und Beherrschte nivelliert werden und dass diese Identität komplett gleich ist. Grundsätzlich ist es dabei so, dass Bürger frei handeln können und immer im Sinne seiner selbst handeln. Das heißt, hier ganz wichtig hervorzuheben, dass der Bürger frei und mit seinem eigenen Sinne, in seinem eigenen Sinne handelt. Dadurch ist natürlich gegeben, dass eine Unabhängigkeit von Parteien oder anderen Gruppenbildungen stattfindet. Das heißt, der Bürger muss sich unabhängig von seinem Volk weiterentwickeln und muss natürlich ganz unabhängig von anderen Parteien bzw. Gruppenbildung sein, damit er in seinem eigenen Sinne entscheidet. Ansonsten funktioniert diese Theorie nicht. Dadurch entsteht ein imperatives Mandat und es ist eine normative Theorie, denn es ist eine Theorie, die praktisch einen wünschenswerten Zustand umschreibt, allerdings kaum umsetzbar ist. Denn wenn man sich das jetzt einmal kurz überlegt, dann ist es ja tatsächlich so, dass diese Theorie in der Tat eher seltener umsetzbar ist, da insbesondere natürlich der Bürger kaum frei handelt und nur selten in seinem eigenen Sinne handelt, sondern zwangsläufig sich immer wieder einer Gruppe anschließt, da das praktisch der Sinn bzw. die Identitätsbildung einer normalen Individuumform ist. Dabei kommen wir jetzt mal zu dem Weiterführenden der Theorie bzw. der weiterführenden Definition der Theorie. Und zwar ist es so, dass keine übergeordnete Instanz besteht. Was heißt das konkret? In der aktuellen Form, in der zum Beispiel Deutschland besteht, gibt es ja eine Legislative, eine Judikative und eine Exekutive. Das heißt, eine ausführende Gewalt, eine richterliche Gewalt und auch eine Gewalt, die praktisch erstmal die Grundlagen festlegt. Und diese Grundlagen, diese Instanzen sind alle weggefallen bei dieser Theorie. Das heißt, bei der Identitätstheorie ist es tatsächlich so, dass keine Legislative existiert, dass keine Judikative existiert und des Weiteren, dass keine Exekutive existiert. Dadurch sind alle teilnehmenden Körper Körper des Gesamten. Sie sind alle untergeordnet unter dem Schirm der übergeordneten Instanz bzw. unter dem Schirm der Gesamtheit der Gesellschaft. Und dadurch kommt es dann tatsächlich dazu, dass keine einzelnen Instanzen genötigt werden, sondern dass jeder, der sich in der Gesellschaft engagiert, der ein Mitbestimmungsrecht hat, auch Teilnehmer des Gesamten ist. Dadurch ist es auch so, dass die Stimme der Mehrheit auch die Minderheit verpflichtet. Das heißt, wenn man an diesem System teilnimmt, ist es immer so, dass die Minderheit sich dazu verpflichtet, das zu akzeptieren, was die Mehrheit bestimmt hat. Dieses System führt dann natürlich zwangsweise dazu, dass Mehrheitsentscheidungen über kleinere Minderheiten entscheiden und dass knappe Mehrheitsentscheidungen auch eine große Minderheit einschließen und dass diese das auch akzeptieren muss. Das heißt, die Summe einer Abstimmung ist immer das Allgemeinwohl. Dadurch kommt es dann zu der Schlussfolgerung, dass je näher man der Einstimmigkeit ist, desto näher man dem Gemeinwillen ist und dass dementsprechend die Entscheidung dann im Sinne von allen ist. Außerdem ist es so, dass die Summe aller individuellen Sonderinteressen der Wille aller oder der Gesamtwille ergibt. Das heißt, hier ist es so, dass die individuellen Sonderinteressen, die bei der Identitätstheorie natürlich ganz extrem hervorstechen, immer gesondert gewertet werden müssen und dass man auf diese natürlich eingehen muss, da sich nur so
eine finale Abstimmung bilden kann und dass man nur so akzeptieren kann, was die Mehrheit möchte, beziehungsweise dass man nur so herausfinden kann, was überhaupt das Allgemeinwohl ist. Dieser Gesamtwillen definiert praktisch das Allgemeinwohl. Allgemeinwohl, das Ziel, dass so ja jeder Mensch in der Gesellschaft grundsätzlich erstmal glücklich sein kann. Tendenziell ist jeder Mensch glücklich. Kommen wir jetzt zur Basis der Theorie. Das heißt, wir wollen euch nochmal ein kurzes Hintergrundwissen geben. Wer hat diese Theorie überhaupt erfunden? Und das war Jean-Jacques Rousseau. Er hat von 1712 bis 1778 gelebt und war ein französischsprachiger Schriftsteller. Und das ist ganz wichtig, er war auch ein Philosoph und gilt als Komponist der Aufklärung. Dabei ist es so, dass die Theorie auf Grundlage der damaligen Ungerechtigkeit entstand. Das heißt, Jean-Jacques Rousseau hat das Ganze als große Ungerechtigkeit empfunden, wie das damalige System war. Und dementsprechend hat er gesagt, alle Menschen, die in einem System, in diesem System sind, müssen gleichberechtigt sein, müssen gleich entscheiden. Es darf keinen Herrscher mehr geben. Man ist immer selbst der Herrscher. Das Volk ist selbst der Herrscher. Und dementsprechend war das natürlich für die damaligen Verhältnisse höchst revolutionär und hat natürlich auch einige Unmutbarkeiten bei den Herrschern der damaligen Zeit hervorgerufen und dadurch war Jean-Jacques Rousseau nicht zwangsweise beliebt. Außerdem entstand die Theorie durch seine große Verachtung des damaligen Systems und er möchte oder wollte natürlich die Monarchie ablösen. Das heißt, auch hier nochmal dieser revolutionäre Grundgedanke, der verankert ist, seiner Theorie, die wirklich dazu diente, dass man dieses Monarchiesystem, nachdem es ja nur einen Herrscher gibt, abschafft und dass alle Bürger sich in diesem System engagieren können. Das heißt, im 18. Jahrhundert hatten wir natürlich noch eine Zeit, in der ein Demokratieverständnis noch ganz anders ausgelegt wurde, dieses Demokratieverständnis in der Gesellschaft überhaupt nicht verankert war. Der Gedanke, alle Bürger an der Politik teilnehmen zu lassen, ist dem Verhältnis noch Rousseaus geschuldet. Das heißt, er wollte natürlich als Bürger, dass auch alle anderen Bürger sich engagieren können. Das heißt, er war kein Teil des herrschenden Monarchiesystems, sondern hatte sich genauso wie alle anderen Bürger in der Politik engagieren wollen. Diese Politik gab es aber zu der damaligen Zeit nicht her und dadurch entstand dann sein revolutionärer Gedanke der Identitätstheorie, die es dann ermöglichen sollte, dass alle Menschen gleichberechtigt abstimmen konnten und sich einbringen können. Und damit soll es aber auch gewesen sein von diesem Video, was wir hier über die Identitätstheorie gemacht haben. Falls euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like da und ansonsten würden wir uns riesig freuen, wenn ihr ein Abo da lasst. Ihr könnt gerne auch mal die Links in der Videobeschreibung abchecken und ansonsten würden wir uns natürlich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal unterstützt, indem ihr jetzt einen Kommentar da lasst. Lasst gerne mal Verbesserungsvorschläge oder Vorschläge für weitere Videos da. Damit soll es gewesen sein. Haut rein, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ciao. Das war es jetzt mit dem Video von Selbstorientiert. Wir freuen uns riesig, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Falls ihr uns unterstützen wollt, lasst gerne ein Like da, gerne könnt ihr unseren Kanal auch abonnieren und ansonsten freuen wir uns, wenn wir uns das nächste Mal hier wieder auf unserem Kanal wiedersehen. Bis dahin, haut rein und ciao.